Don't you know that I would, cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Boy, you had me from the start. By the way you stared, the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, when no one gets hurt. Baby, keep it right there, don't you stress the flow. You're trying to pick the pace up, we should take it slow. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Boy, you take me on a trip, always up and down and back and forth in merry. So, meine Lieben, ich muss ein bisschen leiser reden, weil der kleine Ben hinter mir schläft und es kostet mich ein bisschen Überwindung, mich so komplett nackt zu zeigen. Aber ich muss euch sagen, dass ich das jetzt wirklich ohne Probleme machen kann, seit ich diese tolle Pflege nutze. Ihr habt gerade gesehen, das war wirklich meine Pflegeroutine von Oliveda, die mache ich jeden Tag. Außer das Peeling am Anfang, das mache ich so einmal die Woche und seither ist meine Haut viel besser geworden, viel jünger, mehr durchblutet, sie ist so rosafarben geworden, viel weniger Unreinheiten. Ich schwöre auf diese Marke und ich stehe 100% hinter dieser Marke. Wenn ihr mir auf Instagram folgt, dann habt ihr die schon öfters mitbekommen. Ich bin nämlich ein kleiner Teil von Oliveda und darf da immer mal wieder Rabattcodes an euch weitergeben, was natürlich super, super toll ist, weil es ist Naturkosmetik, sehr hochwertige Kosmetik und die kostet ein paar Euro mehr wie jetzt die normale Drogeriepflege, aber lohnt sich total. Ich habe auch noch bis zum 22.03. einen gültigen Rabattcode, der heißt Family First Spring 30, da spart ihr 30% und wenn ihr schnell seid, bekommt ihr sogar noch ein Gratisgeschenk im Wert von 50 Euro in den Warenkorb automatisch dazu. Nee, stimmt gar nicht, ins Paket automatisch dazu. Im Warenkorb sieht man das nicht, aber im Päckchen ist es dann dabei, wenn ihr unter den ersten 1000 Bestellungen seid. Ich sage das jetzt einfach, weil viele immer gefragt haben, wie pflegst du dich? Also auch gerade die, wo uns nur auf YouTube verfolgen und nicht auf Instagram. Deswegen kurz die Werbung zu Oliveda. Ich darf da auch ein bisschen dran mitverdienen. Ich bekomme da immer prozentual einen kleinen Teil, wenn jemand über mich bestellt. Deswegen freue ich mich natürlich riesig, wenn mein Rabattcode genutzt wird. Aber ich würde nie was verkaufen, was nicht hundertprozentig meines ist auf meinem Kanal. Beim Teleshopping musste ich das ab und zu machen. Aber hier privat würde ich nie was verkaufen, hinter dem ich nicht stehe. Deshalb, Oliveda ist wirklich eine absolute Favoritenmarke. Ich habe schon andere Marken Pflegeprodukte angeboten gekriegt, vorzustellen und habe da sofort abgesagt, weil ich gesagt habe, ich möchte nicht meine Pflege ändern oder mischen, weil ich so zufrieden bin mit Oliveda. Deshalb, ihr Lieben, wenn ihr das auch bestellen möchtet oder ausprobieren möchtet, testet es gerne jetzt, wenn es 30% und ein Gratisgeschenk gibt. Aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, werde ich euch da auch immer wieder Rabattcodes zuschicken, wenn ihr da bestellen möchtet oder nachbestellen möchtet. So, viele von euch haben sich ein Style and Talk gewünscht, was mich ein bisschen gewundert hat, weil ich bin nicht so im Stylen. Aber es ist wohl für viele doch interessant. Und da wollte ich euch jetzt einfach mal alles querbeet zeigen. Erstens meine Hautpflege, das war jetzt Oliveda. Dann wollte ich euch meine Haarpflege, die jetzt sehr gelitten hat in der letzten Zeit, ein bisschen zeigen. Ich muss mich wieder viel besser um meine Haare kümmern, weil ihr wisst, ich mache immer diesen blöden, strengen Zopf nach hinten. Ich tue einfach so nach hinten schleimen und habe dann diesen Zopf, der nicht unbedingt gut aussieht, der nicht unbedingt gut für Haare und Kopfhaut ist, aber es ist halt das Schnellste. Ich möchte wieder versuchen, mehr die Haare offen zu lassen, aber es nervt mich auch im Alltag. Also ja, wahrscheinlich werde ich sie schon immer wieder hochwursteln, aber ich möchte auch ein bisschen mehr meine Haare pflegen.
Und der Haarshop meines Vertrauens ist Lisas Hairshop. Ich verlinke euch auch den mal unten in der Infobox. Und meine Produkte, die zeige ich euch nämlich jetzt einmal kurz, weil ich mir nachher auch schnell die Haare glätten möchte. Einfach, weil es zum Style & Talk vielleicht gerade gut passend ist. Und dann kann ich danach einfach schön aussehen. Ihr Lieben, es gibt ein Shampoo. Das ist ein Volumen-Shampoo. Ich habe sehr, sehr glatte, runterhängende Haare. Das seht ihr ja jetzt. Ne? Ich habe kein Volumen, wirklich überhaupt keins. Und das ist ein ganz tolles Volumen-Shampoo, 0% Silikone, was ich immer ganz wichtig finde. Von der Ecos-Line kriegt ihr auch in diesem Haarshop. Kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Ich hatte da schon ein anderes davon. Das war, glaube ich, grau-lila. Und das finde ich jetzt aber noch besser, weil es einfach ja besser zu meinen Haaren passt. Das ist die Nummer 1. Und dann habe ich ein Zwei-Phasen-Conditioner-Spray, sehr gut für Mamas, wenn es schnell gehen muss. Weil die Duschen, die ich gerade nehme, die gehen so von ungefähr so zwischen 3 und 5 Minuten, dann schreit wieder irgendjemand nach mir. Deshalb sehr cool, wenn man den Conditioner einfach einsprühen kann. Für jeden Haartyp Zwei-Phasen-Kur ein Conditioner. Also ja, das da ist wirklich Gold wert als Mami. Und dann, ihr Lieben, habe ich noch einen ganz tollen Protector, weil wenn man glättet oder Locken reinmacht oder so, sollte man immer ein Hitzespray benutzen. Das habe ich echt lange nicht gemacht. Der Unterschied mit Hitzespray oder ohne, da brennen echt die Haare ab. Deswegen habe ich hier auch von dieser Ecos Line ein Spray Thermo Protector. Die Haare, Hitzespray heißt es. Genau. Das sind meine Haarprodukte, ihr Lieben. Und ich habe ein neues Kletteisen von dem lieben Shop zugeschickt bekommen. Meins ist kaputt gegangen und ich habe nachgefragt, was denn ja ein gutes Kletteisen ist, was jetzt nicht so übelst teuer ist, ne? Weil es gibt auch Kletteisen für 200 Euro und das sehe ich überhaupt nicht ein. Und das da ist jetzt wirklich sehr preisgünstig. Hier kann ich euch einen Rabattcode geben, den schreibe ich euch unten hin und in die Infobox. Und dann könnt ihr mal nachschauen. Das ist nämlich ein super, super Glätteisen, das nicht nur glättet, sondern man kann es auch, ne, mit dieser Drehtechnik auch so leichte Locken reinmachen oder ganz krasse Locken. Das geht ja mit dem Glätteisen wirklich sehr, sehr gut. Man muss ein bisschen üben, aber dann geht es wirklich gut und kann ich sehr, sehr empfehlen. Ich werde es euch auch versuchen nachher zu zeigen, auch wenn ich nicht so der Champ bin. Also wenn man da so ein bisschen ein Händchen dafür hat, dann geht das wirklich super schnell. Aber mir fehlt momentan die Zeit zu üben. So, ihr Lieben. Wie ich mich schminke, zeige ich euch jetzt gar nicht. Also mache ich jetzt einfach nebenher, weil die Produkte kennt ihr eigentlich von mir. Und ich schminke mich auch sehr wenig. Ich zeige es euch kurz vorweg. Ich habe das Assam Beauty Make-up, das sich dem Hauttyp angleicht. Also da gibt es nur wirklich eine Farbe und die Farbe gleicht sich deinem Hauttyp an. Dann habe ich ein Puder von Manhattan, da sind nur noch so Krümel drin. Das ist auch super unwichtig. Fresh Peach heißt das. Und meine Wimperndusche, auf die ich schwöre, von Maybelline Yarde, die habe ich schon immer. Und dann mache ich heute noch, weil es ein Style & Talk ist, ein Lip Liner und ein Lip Gloss. Lip Liner ist von MAC und der Gloss ist von Essence. Also, ne, super unprofessionell, aber ihr habt es euch so gewünscht. Ich fange jetzt einfach an, mich zu schminken, ihr Lieben. Ich weiß auch noch nicht so richtig, wie ich es machen soll, weil ich habe, ja, ich muss mir irgendwie einen Spiegel aufstellen hier nebendran, neben euch. Und dann habe ich mir überlegt, über was rede ich denn, ne? Weil das heißt ja Style & Talk. Also während ich mich jetzt richte, rede ich jetzt einfach ein bisschen mit euch und ich habe mir überlegt, was für ein Thema könnte ich denn ansprechen? Und da es momentan echt viel Panik und Angst gibt, habe ich gedacht, ich rede einfach mal über ein schönes Thema. Ich rede mal über das Thema Positivität, über das ich auch immer wieder angesprochen werde. Gerade gestern habe ich eine Story gedreht auf Instagram und habe eigentlich nur mich kurz gemeldet und gesagt, dass es uns gut geht und dass wir die Familienzeit genießen und so. Und dann kamen so viele Nachrichten, wie kannst du so positiv sein? Oder wie kann man so eine Einstellung haben und immer alles so gelassen sehen? Und das, ihr Lieben, das ist was ich mir wirklich angeeignet habe, was ich mir wirklich antrainiert habe und was ich super wichtig finde im Leben. Es gibt eben ganz viele Situationen im Leben, wo man sich Stress macht und Druck macht und das ist so unnötig. Es gibt zum Beispiel, also jetzt nicht nur diese krasse Situation, über die ich jetzt gar nicht reden will, sondern generell im Job, im Alltag, als Mutter, diesen Druck, den man sich ständig macht, dass man ständig denkt, man muss total
300.000% geben. Ich gebe auch 100%, ich gebe auch mal 120%, aber ich mache das echt alles ohne Druck, oder ich versuche das ohne Druck zu machen. Ich sage mir einfach immer wieder, ich bin gut genug. Und generell dieses Ding mit diesen Gedanken, das habe ich euch schon öfters erzählt, aber es gibt ja auch vielleicht neue auf meinem Kanal, dieses Gedanken trainieren, das mache ich wirklich jetzt seit bestimmt 10 Jahren. Man hat Gedanken in seinem Kopf den ganzen Tag, und diese Gedanken, die bestimmen sein Leben, die bestimmen den Alltag, die bestimmen, was du denkst, was du fühlst, was du tust, was in deinem Leben passiert. Ich glaube auch daran, was du denkst, kommt zurück. Und wenn man die trainiert, diese Gedanken, wenn man sich einfach immer wieder Sätze, Glaubenssätze, die man falsch im Kopf hat, also ein Glaubenssatz ist zum Beispiel, ich habe nie Glück. Und das sagen ja auch immer ganz viele Leute im Alltag. Ich treffe auch immer ganz viele Leute, die sagen, ja, es klappt eh nicht, oder ja, bei mir ist eh immer alles scheiße, oder ja, bei mir. Und diese Glaubenssätze muss man brechen. Da muss man sofort raus aus diesen Glaubenssätzen und muss sofort rein in das Positive und den Glaubenssatz umdrehen und einfach sagen, ich habe Glück und das Glück wartet auf mich, oder das Glück ist da. Und diese Glaubenssätze, die vom Geschwätz der Leute oder aus der Kindheit oder ja, wo auch immer die herkommen und warum auch immer die so im Kopf gefestigt sind, die muss man brechen und umdrehen. Und da, wenn man damit anfängt, muss man einfach anfangen, erstmal zu verstehen, was hält mich so ab von dieser Positivität, und dann einfach mal erkennen, was sind meine falschen Glaubenssätze, oder warum bin ich negativ, oder warum zieht mich das gerade runter. Und ganz, ganz wichtig ist, dass man sich das alles aufschreibt, weil das Aufschreiben, das ist, glaube ich, auch so beim Lernen, wenn man jetzt in der Schule ist und lernt, also so habe ich es immer gemacht, hat sich's mehr im Kopf gefestigt, wenn ich es mir aufgeschrieben habe. Und deshalb, wenn ihr mit diesem ganzen Thema anfangt, fangt wirklich so an, dass ihr euch aufschreibt, was möchte ich ändern im Leben? Was möchte ich glücklicher, also wo möchte ich glücklicher werden? Ist es vielleicht in allen Bereichen? Ist es im Bereich Liebe? Ist es im Bereich Job? Ist es im Bereich Selbstfindung? Ist es im Bereich Freundschaft? Also einfach erstmal aufschreiben, wo sind meine Baustellen, was macht mich gerade unglücklich, und wo ist da der Haken, also warum macht mich das unglücklich. Und wenn ihr das dann aufgeschrieben habt, wir nehmen jetzt einfach mal zum Beispiel das Thema Beziehung, das ist bei mir auch immer aktuell. Wenn ich mir jetzt aufschreibe, meine Ehe macht mich gerade nicht glücklich, dann schreibe ich mir auf, warum sie mich nicht glücklich macht. Und dann muss ich diese Glaubenssätze aber brechen. Also ne, zum Beispiel, ich schreibe mir jetzt auf, die Ehe läuft nicht gut, weil wir provozieren uns die ganze Zeit oder wir ziehen uns die ganze Zeit runter. Natürlich muss man Probleme angehen, das heißt, es bringt jetzt nichts nur, wenn man das in seinen Kopf ändert, aber es ist ein riesiger, riesiger Schritt, weil wenn einer der zwei Probleme schon mal positiv an dieses Thema rangeht, kann er den anderen mitziehen. Das heißt, ich schreibe mir jetzt auf, es läuft nicht so gut, ich möchte das ändern, mein Glaubenssatz ist vielleicht, bei uns ist eh immer der Wurm drin oder bei uns wird es eh nicht besser, und den Glaubenssatz breche ich dann. Dann sage ich, meine Beziehung ist harmonisch, wir lieben uns, also so Glaubenssätze zum Thema Liebe. Wenn euch das schwer fällt, also das ist mir immer schwer gefallen, solche Affirmationen, wie das dann heißt, Affirmation ist ein blödes Wort, weil, also finde ich, weil viele sich da nichts drunter vorstellen können, das ist einfach der Gegensatz vom Glaubenssatz, also ne, der Glaubenssatz, oder es ist dann ein Glaubenssatz, aber ein positiver Glaubenssatz, an den ich glauben möchte. Und wenn euch das schwerfällt, die zu finden, dann gebt es im Internet ein, da gibt es mittlerweile so, so viele tolle. Ich habe auch neulich mit jemand geschrieben zum Thema Kinderwunsch, und wenn man dann im Google eingibt Kinderwunsch-Affirmationen, dann kommen da super viele positive Glaubenssätze, die man sich dann aufschreiben kann und die man sich immer wieder sagt. Das ist super, super wichtig, weil das ist das Thema Gedanken trainieren. Und wenn ihr dann diese Glaubenssätze aufgeschrieben habt, dann hängt euch die irgendwo hin, am besten an den Spiegel morgens, an die Zahnbürste oder in die Nähe von der Zahnbürste, dass ihr jeden Morgen diese Glaubenssätze als erstes euch sagt. Und sagt ihr euch auch gerne laut, wenn es euch nicht peinlich ist.
Kann ja sein, ne, dass der Partner, also so ist es bei uns immer gewesen, André verfindet das immer total lächerlich. Und André ist da überhaupt nicht so derjenige, der da mitzieht. Aber auch das habe ich gelernt, das braucht man nicht. Man muss das für sich tun. Und wenn der Partner das nicht möchte, dann ist das auch irgendwie das Problem vom Partner, so blöd sich das anhört. Oh, der kleine Ben wird wach. Dann ist das wirklich so ein bisschen sein Problem. Und trotzdem ist es die halbe Miete, wenn es dir gut geht und wenn du positiv bist, dann reißt man auch andere Leute mit. Ne? Also wenn ich jetzt mit einer scheiß Laune aufwache und morgens schon rumkläffe und irgendwie alles ist scheiße, dann zieht man den Partner mit runter und dann ist er genauso tief unten. Und wenn man aufwacht und sagt, hey, heute ist ein cooler Tag, man darf es natürlich auch nicht übertreiben. Ne? Zu viel Positivität kann auch anstrengend sein und so bin ich auch nicht. Also ich habe auch mal schlechte Tage und ich kann auch natürlich schlecht gelaunt aufwachen, aber ich versuche es dann immer gleich wieder umzuwandeln. Also, dann habt ihr eure Glaubenssätze, die ihr euch morgens durchlest, dann seid ihr morgens schon wirklich ganz anders eingestimmt. Das dauert. Also glaubt nicht, wenn ihr jetzt morgen aufsteht und ihr habt die Glaubenssätze, dass jetzt sich gleich das ganze Leben ändert und ihr super positiv seid und alles sich auflöst. Aber man muss dranbleiben und man muss das trainieren und das geht über Wochen, über Jahre, dass man das trainiert und dass man positiv bleibt. Und weil ich das wirklich seit Jahren trainiere, ist meine Positivität einfach da und ich schaffe es jetzt auch in wirklich blöden Situationen, in schlimmen Situationen, in Stresssituationen schaffe ich es immer, meine Gedanken zu brechen und die umzupolen. Und das ist eigentlich total das, was dann die Erlösung bringt. Weil, ihr Lieben, es ist eigentlich so einfach, wenn man überlegt, dass das Denken dein Leben bestimmt. Und wir wollen ein glückliches, erfülltes Leben. Also warum denken wir dann nicht glücklich und erfüllt? Ne? Also das ist eigentlich super einfach. In der Theorie, in der Praxis ist es dann wieder schwieriger, weil es halt anstrengend ist, dran zu bleiben. Ich glaube, das ist das Einzige, was schwierig ist, dass man immer wieder dran bleibt und dass man immer wieder an sich arbeitet und dass, wenn die schlechte Laune oder der falsche Glaubenssatz oder das Negative rankommt, dass man dann nicht in ein Loch fällt. Und man fällt natürlich auch immer zwischendurch wieder in ein Loch, aber ich finde, wenn man das so ein bisschen lernt mit den Affirmationen, mit den positiven Glaubenssätzen, dann wird das immer einfacher und man kann sich da immer schneller rausholen. So, jetzt muss ich mir schnell ein Wattestäbchen holen, ihr Lieben. Also vielleicht ist das mit diesem Kinderwunsch gar kein schlechtes Thema, das zu erklären, weil ein Kinderwunsch, den wir ja auch sehr, sehr lange hatten und der sehr lange unerfüllt war und eine Fehlgeburt mit sich gebracht hat, da ist es super schwer, positiv zu bleiben und da ist es super schwer, nicht in ein Loch reinzufallen. Aber genau in solchen Momenten ist es am allerwichtigsten, positiv zu bleiben. Weil wenn man negativ ist, dann fällt man in ein Loch und das wird immer tiefer und tiefer und dunkler und dunkler. Und dann wird es auch nicht funktionieren mit dem Kinderwunsch. Wenn man aber diese Affirmationen hat und wenn man sagt, ich bin bereit für ein Kind, das Kind macht sich gerade auf den Weg oder das Kind ist auf dem Weg zu uns, dann hat man eine ganz andere Ausstrahlung. Und wenn man das rausstrahlt, dann kommt das auch zurück. Ich habe das so oft erlebt, ihr Lieben, und das ist wirklich dann ein Wunder, wenn man an was glaubt, das noch nicht passiert ist, und dann kommt es plötzlich und dann wird es plötzlich wahr, dann denkt man, krass, habe ich das jetzt wirklich gerade angezogen? Und es passiert mit dieser positiven Entwicklung mehr und mehr und mehr. Auch YouTube war für mich so ein Thema. Ich habe damit angefangen und habe dann gemerkt, scheiße, das ist super schwer. Ich habe irgendwie da total, also wo ich in meiner Schwangerschaft YouTube angefangen habe zu gucken, habe ich gedacht, easy, das mache ich. Und dann habe ich 1 Million Abonnenten und dann verdiene ich mein Leben damit. Und nach so ein paar Monaten habe ich dann so 60 Abonnenten gehabt und habe gedacht, scheiße, das ist gar nicht so einfach. Und dann kamen die Zweifel, dann kam das, okay, dann lasse ich es lieber, oder? Weil das ist ja super viel Zeit, was ich da investiere und es bringt ja gar nichts. Und tiefer, 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 tiefer und immer mehr in diesen Tunnel reingerutscht. Und dann war es so, ey, stopp, Moment, klar, so funktioniert es nicht, wenn ich so an die Sache rangehe. Ich muss es umdrehen. Und dann habe ich angefangen, das umzudrehen und habe gesagt, hey, positiv sein. Die Follower sind da, die Follower kommen. Ich mache Videos und so war es dann auch. Ne? Man holt sich dann selber wieder hoch und dann klappt es viel besser. Und ich glaube, das meist
meistgeschriebene Kommentar unter meinen Videos, positive Kommentar, ist, dass ich eine wahnsinnig positive Ausstrahlung habe und dass ganz viele das anschauen und sich danach besser fühlen. Und hey, dann ist es mir egal, ob es 3 Leute anschauen oder 10.000, weil dann habe ich 3 damit geholfen. Also, ne, man muss da einfach ganz, ganz anders rangehen. So, ihr Lieben, ich bin auch jetzt mit Schminken fast schon fertig. Der kleine Ben wird da auch hinter mir gerade wach. Aber solange er nicht schreit und noch kuschelt, ist alles gut. Er ist in seinem Lalisu. Das hilft mir auch immer wieder durch den Tag. Ja, also ihr Lieben, meine Lippen sind ja immer ganz, ganz schlimm. Ne? Das ist, glaube ich, mein größtes Problem, die Lippen. Deswegen benutze ich nicht so oft Lippenstift. Aber ich mag Lippenstift total. Aber dabei kann man nicht so gut reden. B55 von MAC, falls es jemand interessiert. Also Make-up-Tipps, glaube ich, sollte man sich bei jemand anders holen. Nicht bei mir. Aber es ist natürlich super praktisch, wenn man ein Video drehen kann, während man sich richtet. Weil das nimmt mir morgens immer wahnsinnig viel Zeit weg. Eigentlich richte ich mich nicht so. Also meine Hautpflege mache ich regelmäßig. Deshalb ist ein Style & Talk super, weil dann kann man sich richten und hat schon ein Video währenddessen gedreht. Ich muss jetzt mal schnell vor die Tür, weil ich sprühe jetzt nicht meinem Sohn das Hitzespray ins Gesicht. Ich gehe schnell vor die Tür und mache das Hitzespray drauf und komme gleich wieder. So, seht ihr, das war jetzt auch super Glück, dass der Ben in der Zeit geschlafen hat. Das ist nämlich das Nächste, warum es mit dem Styling nie so klappt. Liana und André sind auf dem Spielplatz. Jetzt braucht er mich, dann sollte ich vielleicht kurz warten mit dem Hahn. Ja, ich warte kurz. Okay, gestillt, gerülpst, wir probieren es weiter. Und ich tue die Locken eh immer aufschütteln, ne? Also ich will jetzt keine so Schillerlocken, sondern ich will nur so ein paar Wellen. Okay, meine Lieben, beim nächsten Style & Talk werde ich Locken machen, aber da mein Kleiner hier jetzt gerade so unruhig ist, mache ich sie schnell glatt. Ich kann euch dieses Glätteisen wirklich mega empfehlen. Es ist so super, es wird so schnell heiß. Und macht so schön glatte oder lockige Haare. Also auch die Locken gehen super einfach, auch für Leute wie mich, die keine Ahnung haben. Geht echt super einfach, aber auch vor allem vom Spiegel und stehend. Im Sitzen auf dem Bett ist das jetzt auch nicht so geil. Und weil ich jetzt dann gleich fertig bin, werde ich noch ein Video für euch drehen. Das kommt dann morgen oder übermorgen. Dass sich auch ganz viele gewünscht haben, ist unsere Magnettafel. Ich habe die, glaube ich, euch nicht richtig detailliert gezeigt, weil da wieder so viele Fragen kamen. Und dann habe ich gedacht, mache ich jetzt einfach ein Video für euch und eure Kinder mit dem Thema Spielideen. Zeig nochmal die Magnettafel und zeig unsere Lieblingsspiele und ein paar neue Spiele, weil ja jetzt auch viele Kinder zu Hause beschäftigt werden müssen. Da habe ich gedacht, ist das vielleicht auch noch ein ganz gutes Thema. Ja, das werde ich jetzt gleich dranhängen. Deswegen, ihr Lieben, verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich werde alle Produkte, die ich nutze, in die Infobox setzen, falls irgendjemand nachschauen möchte. Was ich ja auch ganz cool finde, ist, wenn man hier vorne noch so einfach vorne an der Spitze so eine Welle reinhaut. Hopp. Ja, na genau. Talentiert. Deswegen machst du keine Style & Talks. Genau, das wollte ich. Wow. Hi Ben, die Mami ist gleich fertig. Ich weiß, ich nerv. Ja, das sind aber genau die Wellen, die ich will, Ben. Warte. Warte, jetzt schau mal, wie schön die Mami gleich wird. Sag, das ist mir doch egal, wie die aussieht. Ich will ihre Brüste. Meine Lieben, bis zum nächsten Vlog. Ich freue mich auf euch. Ciao. I watch you as you drive. Do you know I'm looking?